Wismar Rathaus, 29. November, 17 Uhr. Pünktlich startete die Sitzung der Wismarer Bürgerschaft. Wismar TV bedankt sich für das Vertrauen. Die erste Abstimmung behandelte die Drehgenehmigung des Regionalsenders auf der Bürgerschaftssitzung. Umso verwunderlicher dann, dass der zweite Antrag, die Aufstellung eines Mikrofons zur störungsfreien Tonaufzeichnung bei den Filmaufnahmen, auf dem Rednerpult zwar eine Mehrheit erhielt, aber nicht die erforderlichen +75%. So möchten wir uns im Vorfeld entschuldigen, dass die Tonaufnahmen teilweise etwas hallig klingen. Die eigentliche Bürgerschaftssitzung dann startete mit dem Vortrag des Bürgermeisters Thomas Bayer zu wichtigen Themen und Vorlagen der Verwaltung. Thomas Bayer hatte schon auf der Pressekonferenz am Nachmittag unter anderem über Fördermittel informiert, die Wismar erhalten hat. Die Fördersumme von 9,5 Millionen Euro, die jetzt auf den Konten einging, war für den Ausbau der Gleisanlagen auf dem Haffeld vorgesehen. Die Maßnahme konnte bereits umgesetzt werden. Die Hansestadt war hier aufgrund der Förderzusage in die Vorfinanzierung gegangen. Heißt also, die Maßnahme ist durch uns umgesetzt und auch komplett vorfinanziert worden. Die Zinslast geht dann auf unsere Schultern. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass es etwas zügiger geht mit dem Fördermittelbescheid. Trotzdem sind wir froh, dass wir diese 9,5 Millionen jetzt bekommen haben. Auf der Bürgerschaftssitzung wurde über die Vorlagen der Verwaltung zur Anpassung der Abwassersatzung und den Abwassergebühren gesprochen. Beide Anträge fanden Mehrheiten. Auf der Pressekonferenz hatte bereits Senator Michael Berghahn die Hintergründe erläutert. Es gibt jetzt eine neue Abwassersatzung, eine Änderung. Und das ist dem geschuldet, dass wir jetzt zwei Gebühren erheben. Einmal eine Gebühr für Schmutzwasser und eine Gebühr für Niederschlagswasser. Früher war es eine Einheitsgebühr bis jetzt. Ist notwendig geworden, weil die Juristen sagen, man muss es trennen. Und das Zweite ist, dass auch gefordert wird, dass man dem Klimaschutz Rechnung trägt und beim Niederschlagswasser die Verdichtung auf den Grundstücken dann berücksichtigt. Und insofern werden wir das jetzt im nächsten Jahr dann auch trennen und wir werden das auch dann neu veranlagen. Zurück zur Bürgerschaftssitzung. Ein spannendes Thema unter Punkt 10.2. Hebesatzsatzung. Bestimmung der Hebesätze der Grundsteuer infolge der Grundsteuerreform. Durch diese Reform erfolgt eine Neubewertung der Grundstücke, bebaut und unbebaut. Durch die Reform erhöhen sich für viele Eigentümer die Steuern. Bereits 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht diese Neubewertung gefordert. Mit der Reform wurde den Bundesländern zwar die Möglichkeit gegeben, ein eigenes Bewertungsmodell zu entwickeln, der Spielraum ist allerdings eingeschränkt. Für Wismar bringt die Grundsteuer B jährlich Einnahmen von 6,2 Millionen Euro, existenziell für den Haushalt der Hansestadt. Die Fraktionen der Hansestadt haben eigene Positionen zur Grundsteuerreform. Obwohl Bundes- und Landesgesetzgebung den Kommunen keine Spielräume ermöglicht, signalisierten die Fraktionen Die Linke, FDP und AfD Ablehnung. Wenn wir bis Ende des Jahres keine neue Hebesatzung haben, dann steht alles auf dem Prüfstand, was wir an freiwilligen Leistungen derzeit den Menschen in der Stadt zukommen lassen. Wenn wir aber einfach dank und klanglos zustimmen und diese Hebesatzung so durchgeht, entsteht kein Druck aufs Land. Und ich glaube, auch wenn dem Land die Situation bekannt ist, es wird sich nichts bewegen. Und ob sich noch etwas bewegen lässt, da bitten wir den Bürgermeister darum, noch einmal Gespräche mit dem Land zu führen. Wir wünschen uns zwei unterschiedliche Hebesätze und wir wollen ja letztendlich den Menschen auch erklären können, warum Gewerbegrundstücke deutlich billiger werden, um fast 50%, während andere mit kleinen Wohneigentum fast 75% mehr zahlen können. Wir befinden uns jetzt im Monat November. Es ist völlig illusorisch zu glauben, dass jetzt noch gesetzliche Grundlagen für das, was Sie wollen, geschaffen werden können, nämlich für zwei Hebesätze. Das zum einen, zum anderen ist mir bekannt, dass sich das Land Mecklenburg-Vorpommern, was sich ja für das Bundesmodell entschieden hat, wie bei mir eine Öffnungsklausel, haben andere Länder sich eben nicht für dieses Modell entschieden, dass das Land sich an den Bund durchaus gewandt hat, was auch von kommunaler Seite von unserem Verband unterstützt wurde, dort dies zu ermöglichen. Der Bund hat dies abgelehnt, weil oft
offensichtlich diese Differenz in dem Bundesmodell. Das heißt also, diese Form der Bewertung, die ja nach zwei unterschiedlichen Verfahren läuft, in der Reform auch so intendiert ist, um es mal deutlicher zu sagen, so offensichtlich auch gewollt ist. Meine Damen und Herren, dieser ganze Reformansatz ist aus meiner Sicht verkorkst. Das hat jetzt nichts mit der Stadt zu tun. Ich würde es trotzdem nochmal ausführen, weil ich glaube tatsächlich, dass viele gar nicht verstehen, was da passiert ist. Man hat seit 1935 einen Einheitswert für den Osten gebildet, 1964 für den Westen. Man hat seit 1990 für den Osten versäumt, ein Hauptverstellung durchzuführen, das heißt die Werte neu zu ermitteln. Im Westen seit 1964. Dass das verfassungswidrig sein wird, liegt auf der Hand. Das Verfassungsgericht hat eine in 2018 eine Übergangsfrist geschaffen. Meine Damen und Herren, die hat man einfach fahrlässig verstreichen lassen. Und es gibt erheblich Klärungsbedarf für die Grundlagen der Bewertung. Was ist, wenn diese Gerichtsverfahren zugunsten der Kläger ausgehen? Was machen wir dann? Dann fangen wir an, neu zu ermitteln. Wie sieht es dann mit der Rechtssicherheit aus? Wie rechtssicher wäre jetzt diese Satzung, die wir verabschieden wollen? Die wird mit Sicherheit auch beklagt werden von den Betroffenen. Also vor dem Hintergrund machen wir uns da an der Stelle tatsächlich Sorgen, dass die Grundlage, wo wir jetzt eben diese Hebesätze erheben wollen, dass die schon beklagt wird und gar nicht rechtssicher ist. Also vor dem Hintergrund können wir ja hier heute auch gar keine rechtssichere Hebesatzung beschließen. Und deswegen werden wir nicht sicher werden. Und ja, die Konsequenzen sind uns allen wohl bewusst und man sieht keine Rechte. Das Problem ist tatsächlich auf Bundes- und Landesebene zu machen. Wir in der Fraktion haben auch sehr kontroverse diskutiert und werden auch unabhängig abstimmen und Mehrheiten abfinden. Ich will aber ein paar Erklärungen machen. Wenn wir das so beschließen, dann wird das dazu führen, dass die Menschen, die Miete zahlen oder mit eigenen Häusern wohnen, sozusagen 1,3 Millionen mehr zahlen werden an Grundsteuer und die Unternehmen 1 Million weniger. Das heißt, dass jetzt die Geschäftsgrundstücke, die vor ein Drittel der Grundsteuer gezahlt haben, nur 15% dazu beitragen werden und die Mieter von der Hälfte dafür bezahlen müssen. Bürgermeister Thomas Bayer hatte bereits im Vorfeld gewarnt. Sollte es zu einer Ablehnung kommen, fehlen im Haushalt 6,2 Millionen Euro. Er müsste dann im Januar 2025 die Haushaltssperre verhängen. Aber mit Verlaub, ich bin hier für den Haushalt verantwortlich und soll allen Ernstes glauben, dass dann bis zum 30.06. tatsächlich eine solche Entscheidung getroffen wird. Dieser Hinweis, Herr Vorgart, bringt gar nichts. Die Konsequenz wäre die absolut gleiche. Wir haben eine Deckungslücke zum 1.1., eine zusätzliche Deckungslücke von 6,2 Millionen und haben dann die entsprechende Konsequenz auszuziehen. Zustimmung kam, wenn auch zähneknirschend, von der CDU-Fraktion. Die SPD-Fraktion stimmte für die Vorlage der Verwaltung und begründete das mit der Vorgeschichte der Reform der Grundsteuer. Das macht es natürlich für uns alle nicht einfach. Keiner von uns, glaube ich, in
den Schuldraum auf den Bürgern. Leider habt ihr die höhere Inflation, Energiepreise so höher. Nun kommt ihr auch mit der Grundsteuer und das ist total super, was ihr vorhabt. Wie? Scheiße. Natürlich ist das schon der Zeitpunkt scheiße. Muss man mal so deutlich sagen. Aber es muss nun mal gemacht werden, um auf einen Stand zu kommen. Um auf einen Stand zu kommen und danach wieder alle 6 oder 7 Jahre ein Feststellungsverfahren in Gang zu setzen. Am Ende Einlenken aller Fraktionen. Die Fraktionsvorsitzenden einigten sich auf eine Zurückweisung der Hebesatzsatzung in den Finanzausschuss. Die Bürgerschaft darf dann in ihrer Sitzung am 12. Dezember erneut abstimmen. Einen Vorgeschmack auf die Konsequenzen einer Ablehnung gab Bürgermeister Bayer. Er zog im Verlauf des Abends die Vorlage zur Erhöhung von Entschädigungen für die freiwilligen Feuerwehren der Hansestadt Wismar kurzerhand zurück und begründete dies mit der Unsicherheit des städtischen Haushalts angesichts drohender Einnahmeverluste. Es wird also nochmal richtig spannend zum Jahresende.